Die Jury hat entschieden. Die Spiele des Jahres wurden bekannt gegeben. Wie immer gibt es drei Kategorien: Kennerspiel, Kinderspiel und Spiel des Jahres. Die Preisträger möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen. Wie immer findet ihr die Verlinkung zu den Spielen unterhalb des Videos in der Beschreibung. Kennerspiel des Jahres 2023: Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Erschienen ist es bei One More Time Games bzw. Z-Man Games. Es ist ein Spiel für 1 bis 8 Personen ab 8 Jahren. In Challengers befindet ihr euch in Turnierstimmung. Bis zu 8 Trainer stellen ihre Teams aus kreativen Karten wie T-Rex, Gummiente und Staubsauger zusammen und lassen sie im Kampf aufeinander los. Die Plätze am Tisch werden nach jedem Kampf gewechselt. Besiegte Karten müssen auf die Ersatzbank. Jedoch ist der Platz dabei beschränkt. Wer keine Karten mehr ablegen kann oder keine mehr hat, ist geschlagen. Vor dem nächsten Spiel kann die Teamstrategie durch das Anwerben neuer Karten verändert und justiert werden. Mit jeder Turnierrunde können höchstens 2 neue Karten hinzugefügt, aber so viele wie gewünscht entfernt werden. Setzt man nun auf viele Spezialeffekte, die sich gegenseitig begünstigen, oder auf hohe Zahlenwerte, welche deine Macht ausdrücken? Der richtige Mix ist hier entscheidend. Kinderspiel des Jahres 2023: Mysterium Kids von Antonin Bokhara und Yves Hirschfeld. Erschienen ist es bei Libellud bzw. Space Cow. Es ist ein Spiel für 2 bis 6 Kinder ab 6 Jahren. Der Geist des König Bu hat seinen Schatz versteckt, doch auf der Suche gibt es für die Kinder ein Problem. Der alte Geist will bei der Suche zwar helfen, doch leider kann er sich nur per Tambourin mitteilen. Damit startet ein spannendes und witziges Partyspiel für Kinder. Der Reihe nach müssen sie Geräusche von bestimmten Gegenständen mit Hilfe des Instrumentes nachmachen und somit Tipps an ihre Mitspieler geben. Mehrfaches Klopfen für einen springenden Basketball, ein leichtes Wischen für einen Schwamm oder ein vorsichtiges Streichen für das Summen einer Biene. Somit ist sowohl beim Geist als auch bei den Zuhörenden Kreativität gefordert, damit die Spieler gemeinsam richtig erraten können, um welchen Gegenstand es sich handelt. Ein spannendes, kooperatives Spiel, das auch toll mit Älteren zusammengespielt werden kann. Das Spiel des Jahres 2023 ist Dorfromantik. Ein Spiel von Michael Palm und Lukas Zach. Erschienen ist es bei Pegasus Spiele. Es ist ein Spiel für 1 bis 6 Personen ab 8 Jahren. In diesem Spiel legen bis zu 6 Spielende gemeinsam sechseckige Plättchen zu einer wunderschönen Landschaft zusammen und versuchen dabei, die Aufträge der Bevölkerung zu erfüllen. Zugleich ein möglichst langes Gleis und einen möglichst langen Fluss legen, aber auch die Fahnen zu berücksichtigen, die in abgeschlossenen Arealen für Punkte sorgen. Je besser dies den Spielenden gelingt, umso mehr Punkte können sie am Schluss erreichen. Im Verlauf der wiederspielbaren Kampagne können mit den erzielten Punkten neue Plättchen freigespielt werden, die sich in zunächst verschlossenen Schachteln verbergen. Diese stellen den Spielenden neue, zusätzliche Aufgaben und ermöglichen es, den Highscore immer weiter nach oben zu schrauben. Kennst du schon die bisherigen Spiele des Jahres? Abonniere doch den Kanal und siehe dir die Videos zu den anderen Spielen des Jahres an.